Stell dir vor, du ertrinkst. Du greifst nach oben, aber niemand gibt dir eine helfende Hand. Du versuchst es mit all deiner Kraft, aber es gibt keine Möglichkeit, dass du dich selbst wieder nach oben zum Licht drängen kannst. Es war übrigens kein tiefes Wasser, in dem ich ertrank. Nein, es war eine endlose, alles verzehrende Dunkelheit. Und ich war ganz auf mich allein gestellt. Die Dunkelheit verschluckte mich nach und nach und ich sank mit jeder Minute, die verging, immer tiefer und tiefer. Es gibt keine Worte, um das seltsame Gefühl zu beschreiben, das ich empfand. Ich könnte es nicht in Worte fassen, selbst wenn ich es versuchen würde. Es war anders als alles andere auf dieser Welt. Angst, Einsamkeit und viele andere Eindrücke tauchten vor meinen Augen auf. Aber ich saß fest im Nichts. Inzwischen fragst du dich wahrscheinlich, was mit mir passiert ist, oder? Ich bin gestorben. Nein, ich meine nicht, dass meine dunklen Gefühle gestorben sind. Ich spreche von meinem wirklichen Körper. Mein Herz hörte auf zu schlagen und alle meine Venen froren ein. Mein Körper war nicht mehr meiner. Meine Seele war nicht mehr ein Teil dieser Welt. Aber ich war noch nicht bereit, die Welt zu verlassen. Jedenfalls nicht, bevor ich Chris mein Geheimnis verraten konnte. Aber da war ich und nahm das Geheimnis mit ins Grab, an dem ich mich so viele Jahre festgehalten hatte. Voller Reue, weil ich so viele Tage meines Lebens damit verbracht hatte, dieses Geheimnis aus Angst vor der Zukunft zu verbergen. Eine Zukunft, die ich jetzt nicht mehr leben würde. Oder zumindest dachte ich das. Und dann holten sie mich wieder zum Leben. Als ich meine Augen öffnete, waren meine Eltern direkt vor mir und ich war mir nicht sicher, was passiert war. Ich hatte keine Ahnung, dass ich gestorben war und dann wieder zum Leben erweckt wurde. Mir war so schwindelig und ich konnte ein paar Stunden lang nicht klar denken, wegen all der Schmerzmittel und Medikamente, die sie mir gegeben hatten. Alles, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich von einem Auto angefahren worden war. Und dann war alles schwarz geworden. Als sie mich in die Notaufnahme brachten, war ich kaum bei Bewusstsein. Ich erinnere mich, dass die Ärzte versuchten, mich wiederzubeleben und ich konnte deutlich hören, was sie sagten. Viele ängstliche, wackelige Stimmen erfüllten den Raum und sagten Dinge wie: Sie hat viel Blut verloren. Wir können nichts für sie tun. Bringt sie in den Operationssaal. Hört nicht auf, es zu versuchen. Die Stimme meiner Mutter war auch da, die sagte: Sie braucht die Hilfe Jesu. O Herr, erbarme dich ihrer. Ich weiß nicht, wie und wo ich von diesem Auto angefahren wurde. Das ist alles, woran ich mich von dieser Nacht erinnere. Aber ich konnte nie vergessen, was vor dieser schrecklichen Nacht geschah. Chris und ich fuhren mit unseren Fahrrädern zur Schule, wie immer. Ich stolperte über einen Felsen und fiel vom Fahrrad. Chris rannte auf mich zu und fragte mich, ob es mir gut geht. Er sah so besorgt aus. Er hielt mein Gesicht zwischen seinen Händen und schaute mir immer wieder in die Augen und wartete darauf, dass ich ihm antwortete. Es war nicht mein erstes Mal, dass ich vom Fahrrad fiel. Und es war definitiv nicht das letzte Mal. Jedenfalls werde ich nie vergessen, wie besorgt Chris aussah. Und ich kann nicht einmal anfangen, mein Glück in diesem Moment zu beschreiben. Seit unserer Kindheit fühlte ich mich immer sicherer und glücklich, wenn Chris an meiner Seite ist. Zuerst dachte ich, dass ich mich so fühle, weil er mein einziger Freund war. Und doch schon bald wurde mir klar, dass es etwas anderes war. Es stellte sich heraus, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Leider war diese Liebe nicht dazu bestimmt, erwidert zu werden. Ich stand auf und staubte mich ab. Mir geht es gut, sagte ich ihm. Versprich mir, dass du etwas vorsichtiger sein wirst, besonders wenn ich nicht da bin, sagte er. Ich verspreche es, sagte ich, und wir machten uns auf den Weg zur Schule. Mein Herz klopfte schwer. Mit jedem Schlag wurde es immer lauter, als ob mein Herz tatsächlich aus meiner Brust springen und »Ich liebe dich«, zu Chris schreien wollte. Chris' Worte haben mir den Tag versüßt und er fing an, sich zu verändern. Bald darauf war er sehr daran interessiert, täglich etwas mit mir zu machen. Und er war auch viel süßer als vorher. Könnte es etwa sein, dass Chris die gleichen Gefühle für mich hatte, wie ich für ihn? Aber was ist dann mit diesem blonden Mädchen, über das er sonst immer redet? Sie ging mir wirklich auf die Nerven. Wegen ihr fühlte ich mich wie eine Verrückte. Äußerlich war ich ganz ruhig, aber im Inneren brannte ich vor Neid. Ich konnte ihn aber nicht sehen lassen, wie ich mich fühlte, sonst würde ich riskieren, ihn zu verlieren, sogar als Freund. Aber warum benahm er sich jetzt süßer mir gegenüber? Eines Nachts schickte er mir eine SMS. Sie sagte wörtlich: Es gibt keine größere Angst, als diejenigen zu verlieren, die wir in dieser Welt lieben. Ich möchte, dass du weißt, dass du immer diejenige warst, die mir am wichtigsten war. Chris war nicht einer dieser übermäßig romantischen Typen, die solche süßen Texte oft verschickten. Es muss einen anderen Grund dafür geben. Ich versuchte ihn anzurufen, aber er nahm nie einen meiner Anrufe ab. Könnte es sein, dass Chris auch in mich verliebt war? Vielleicht hatte er Angst, es mir sofort zu sagen, falls ich ihn abweise. Es machte für mich alles Sinn. Und ich entschied,
dass dieser Moment der perfekte Zeitpunkt war, um unsere Beziehung auf die nächste Ebene zu bringen. Ich meine, es hieß jetzt oder nie, worauf noch warten? Ich sammelte alle meine Kräfte und machte mich auf den Weg zur Chris' Wohnung, die sich auf der anderen Straßenseite befand. Ich klopfte an die Tür und eröffnete sie. »Chris, wir müssen reden«, sagte ich ihm. Er bat mich, hineinzukommen, aber nie in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir vorstellen können, was ich gleich hören würde. Chris saß vor mir. »Es gibt etwas, das ich dir sagen muss«, sagten wir zur gleichen Zeit. Aber ich wollte zuerst hören, wie er mir seine Liebe erklärt. Dieser Moment hätte der glücklichste und romantische meines Lebens sein sollen, nicht der härteste und schlimmste. Ich bat ihn zuerst zu sagen, was er sagen wollte, aber Amor hatte andere Pläne mit uns. Anstatt uns mit dem Fall der ewigen Liebe zu treffen, traf er uns mit einem Vergifteten, der direkt durch mein Herz ging. Ohne mich überhaupt anzusehen, sagte Chris mit großer Trauer, »Ich sterbe«, und brach dann in Tränen aus. Zuerst dachte ich, es sei nur ein schlechter Witz, aber mir wurde schnell klar, dass es das nicht war. Es stellte sich heraus, dass Chris an erblichem Nierenversagen litt. Sein Onkel war vor 2 Jahren an derselben Krankheit gestorben, ebenso wie sein Großvater. Aber Chris' Krankheit war aus heiterem Himmel aufgetaucht. Er war so gesund gewesen. Sein Zustand war sehr kritisch, also beschlossen die Ärzte, ihn ins Krankenhaus zu bringen, bis sie ihm einen Spender finden konnten. Und sonst würde er sterben. Vor dieser Nacht hatte ich noch nie an den Tod gedacht. Es war einfach nicht Teil des Plans für die Zukunft, die ich mir für mich und Chris vorgestellt hatte. Es war unglaublich. Ich dachte, es sei etwas, das meinen Lieben nie passieren würde und dass es etwas sei, das nur anderen Menschen passiert. Aber jetzt wurde ich direkt damit konfrontiert und ich musste mich dem stellen. Chris würde sterben und früher oder später würde ich auch sterben. Warum musste das Leben so hart sein? Nun, ich beschloss, keine weitere Minute zu verschwenden. Ich würde ihn jetzt nicht einfach im Stich lassen. Ich musste meine Liebe vor ihm verbergen und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Bis zum Ende an seiner Seite zu bleiben. Wir würden entweder einen Spender finden oder wir würden zusammenstehen und uns dem Unbekannten stellen. Ich wusste nicht, dass es noch eine andere Möglichkeit gab. Als ich während seiner ersten Tage im Krankenhaus an der Seite von Chris blieb, konnte ich hören, wie seine Ärzte seinen Zustand ausführlich diskutierten. Ich hörte sie sagen, dass sie, wenn sie einen gesunden Spender finden, die Niere dieser Person nehmen und in Chris' Körper transplantieren könnten, ohne dass der Spender irgendwelche Gesundheitsprobleme hat. Das war meine Chance. Ich könnte diejenige sein, die Chris' Leben rettete. Ich glaubte wirklich, dass dies die Antwort war, nach der wir gesucht hatten. Ich könnte meine Niere spenden und dann könnten wir wirklich für immer zusammen sein. Aber es gab nur ein Problem. Ich bin noch keine 18. Das bedeutete, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einholen musste, bevor ich mich einem Test auf Nierenspende unterziehen konnte. Ich wartete, bis meine Eltern Chris im Krankenhaus besuchten. Meine Mutter saß bei seiner Mutter, um sie zu trösten, also nutzte ich die Gelegenheit, mit meinem Vater zu sprechen. Er war schon immer etwas verständnisvoller als meine Mutter. Ich ging mit ihm den Krankenhausflur entlang und ich hatte nicht erwartet, was als nächstes geschah. Ich schaffte es nicht einmal, meinen Satz zu beenden. Da fing er an zu zittern und mich anzuschreien. Er sagte sofort nein und wollte sich nicht einmal mehr anhören, was ich zu sagen hatte. Ich wünschte, er würde mir nur zuhören. Entweder Chris und ich lebten beide oder er starb und nahm meinen Grund zu leben mit sich. Meine Mutter hörte unsere Diskussion und kam auf uns zu. Alle Leute beobachteten uns mit Neugierde. Deine Tochter will Chris ihre Niere geben. Hast du jemals einen solchen Wahnsinn in deinem Leben gehört? Sie will ihr Leben riskieren, nur damit die Leute sagen, dass sie eine Heldin ist. So eine alberne Teenagerin. Aber sie verstanden nicht, was ich durchmachte. Ich liebte ihn. Ich konnte es nicht ertragen, Chris sterben zu sehen. Ich wäre lieber diejenige, die stirbt, wenn das bedeutete, dass er leben kann. Zum ersten Mal in meinem Leben hasste ich meinen Vater. Ich konnte es nicht ertragen, in seiner Nähe zu sein. Ich musste da raus, wenn ich nur wüsste, was mich gleich um die Ecke erwartete. Meine Augen füllten sich mit brennend heißen Tränen und ich ließ meinen Vater mit meiner Mutter streiten, die versuchte, ihn zu beruhigen. Ich rannte, ohne überhaupt zu wissen, wohin ich rannte. Alles, was ich wusste, war, dass ich nicht aufhören würde zu rennen, bis ich weit weg von meinem Vater war. Draußen sah ich ein Taxi auf der anderen Straßenseite. Ich wollte die Straße überqueren, damit ich es nehmen konnte, um mich so weit wie möglich von hier wegzubringen. Mir brach das Herz, der Gedanke, dass Chris stirbt, wenn ich ihn nicht rette. Na schön, möge der Tod mich auch nehmen, dachte ich. Ich war so abgelenkt von meinen Gedanken, als ich die Straße überquerte, dass ich den entgegenkommenden Autos keine Aufmerksamkeit schenkte. Plötzlich brachte mich das Geräusch eines bremsenden Autos wieder auf die Erde und ließ mich erkennen, was mitten auf der Straße geschah. Ich blickte auf und da fing mich ein rasendes Auto an und schleuderte mich in die Luft. Und dann Dunkelheit. Mehr blieb nicht.